Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, endlich ist meine 3 TB Festplatte da und ich hoffe, es nimmt auch einigermaßen ruckelfrei auf. Bei mir ist gerade momentan 4:30 nachts. Ich bin gestern früh ins Bett gegangen und habe jetzt Zeit hier aufzunehmen und werde auch ja, die Zeit auf jeden Fall nutzen, hier ein paar Folgen aufzunehmen. Okay, ich sehe, hier ist auch schon irgendwo Kohle, also eine Truhe. Egal, wir werden auf jeden Fall jetzt schnell eine Taucherglocke kaufen. Letztes Mal haben wir ein bisschen Geld gesammelt. Und dazu müssen wir, glaube ich, wo müssen wir denn eine Towerglocke kaufen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ja, irgendwo, ne? Wo kaufe ich? Glaube, das war dann schon beim Hafenmeister, genau. Da müssen wir eine Towerglocke kaufen, deswegen laufen wir einfach mal und schauen, was uns so als nächstes erwartet. Okay, ruckelfrei macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Und ja, oh, einfach schön, wenn man hier mal alles so betrachtet. Ist das echt Bombe. Und da sind wir auch schon beim Hafenmeister und werden jetzt unsere Taucherglocke kaufen. Kaufen Munition oder Taucherglocke. Dann können wir endlich tauchen. Das freut mich. Das wird bestimmt ein Heidenspaß, das könnt ihr euch vorstellen. Okay. Ja. Mutually agreeable, I'm sure. Dann würde ich sagen, ab auf die Checkdoor. Und dann geht's wohin? Darüber. Okay, Schnellreise geht, glaube ich, nur nach hier. Bringt mir nicht viel. Bringt mir gar nicht viel. Nee, müssen wir leider mal wieder. Was soll's? Müssen wir halt mal wieder ein bisschen fahren und wir gehen auf das Schiff. Ich übernehme direkt mal das Ruder. Und los geht's. In Seestern. Schnellreisen mir geht nicht. So. Was wird uns jetzt noch erwarten? Da bin ich sehr gespannt und wozu das Spiel uns sonst noch treibt, werden wir bestimmt noch erfahren. Setzt jeden Zoll Segel! Jeden Zoll Segel! Hoch, Leute! An die Bramsegel! An die Bramsegel. Backbord, Sir! Dort schwimmt Beute! Ja, danke. Habe ich direkt eingesammelt. Da ist nochmal eine Beute und ein Schiffsbrüchiger. Den nehmen wir auch direkt mit. Backbord, Mann in Seenot! Ein Schiffbrüchiger! Ah ja, die Kuh sollte ich mal ein bisschen, ja, aufsammeln. Hab nicht mehr so viele Crewmitglieder, sehe ich da. Wo kann ich denn da nochmal neue anheuern? Und heute ist das Wetter sehr schön, aber das Meer ist ziemlich, ja, aufbrausend. Oh. Jetzt ist auch direkt wieder
Scheiß Wetter, ich hab's doch direkt gemerkt, dass da irgendwas kommt. Steuerbord, Captain! Treib gut! Das Steuerbord ist immer rechts vom Schiff. So, ich mach mal gucken, Reisegeschwindigkeit, ob wir das auf die Kette kriegen. Werde mal kurz unser Ziel anvisieren. Direkt übers Meer, das kann ja noch was werden hier in der Karibik. 3 Kilometer. Und das auch noch bei dem Wetter. Das wird Leesegel einholen. Richtig lustig. Macht schon. So viel Segel wie ihr könnt. Yeah. Ich habe jetzt auch andere Spiele bestellt mittlerweile. Tief habe ich vorbestellt. Titanfall. Und irgendwas anderes war es auch noch. Tief, Titanfall, was kommt denn da in nächster Zeit noch? Tief, Titanfall. Irgendein geiles Spiel kommt auch noch. Bin mir aber gerade nicht mehr so sicher, was es ist. Ja, spielt auch keine Rolle, aber die werde ich momentan nicht let's playen. Da ist ja wahrscheinlich wieder Sarata und Gronk das machen. Das hat nämlich dann leider keinen Sinn. Wir werden alle in den Tod gerissen, Captain. Ist mir bewusst, aber Harpune anziehen. Gutes Fleisch zum Aufspießen hier, Captain. Ah, ich bin gerade am Überlegen, sollen wir? Alle außer Großbergen! Prost! Hauptsegel einholen! Und ah, es sinkt. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Egal, machen wir ein andermal. Shanty! Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain! Leider nicht. Alle Segel reffen! Segel setzen! Oh, da sind wir auch schon direkt. Mehr Segel, alle Segel! Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Da hat es auf jeden Fall ein Schiff gekostet. Rahm- und Mastsegel festzurren! Das kann uns ja echt gerade gut kommen. Die kommen uns erschreckend nah! Hol sie nieder, raus aus dem Wind! Was? Sie können Ruder beim Sturm und hohen Wellengang nicht verlassen? Vieren und Fahrt aufnehmen! Aufgehen, aufgehen! Muss doch gehen! Zieht Männer, Großsegel bergen! Na, das ist ja jetzt echt schade. Naja, da müssen wir das halt doch hier stehen lassen und alle Segel, sie verträgt das! Reißsegel an die Schoten! Und jetzt weiter zum Ziel gehen. Da vorne hätten wir eventuell einen Schnellreisepunkt. Den werde ich auch direkt mal anvisieren. Steuerbord, da treibt etwas Frachtgut. Okay, jetzt haben wir ein bisschen rum. Ist auch ganz gut. Greift die Taub- und Bramsegel! So, für was das jetzt da ist, weiß ich nicht. Aber es könnte doch eine Schnellreisefunktion sein. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Bringt den Kahn zum Stillstand! Ist dieser dritte Berger jetzt schon wieder? Feuer! Mist! Der Winkel steckt noch nicht! Ja, ja, ich weiß. Egal. Gehen wir weiter zur Hauptmission. Vergeuden unsere Zeit nicht damit. Ja. Mission starten. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden?
Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Okay, das heißt jetzt, wir müssen tauchen. Sie können nun die Taucherglocke verwenden. Die Taucherglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden, zum Beispiel Schiffwracks und Seenotes. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach B, wenn Sie angefordert werden, die Tauchglocke herabzulassen. Okay. Öffnet die Hauptsegel! Dann werden wir da jetzt mal kurz hingehen. An die Stadt! Bring jeden fetzen Stoff in den... Die Lahmen. So, jetzt wollen wir hier mal anhalten. Und jetzt... Achtung! ...werden wir... natürlich B drücken. Und los geht's mit unserer Tauchaktion. Boah, das wird geil. So haben sie das also früher gemacht. Hauptsache Luft drinnen, dann kann man wieder... Ist ja lustig. So, da ist eine Truhe. Perlenohrringe. Coole Sache. Ah, um... Schatzkisten plündern. Was ist das? Ah, Luft. Schön. Oh, das tut weh. Die tun weh, da muss man echt aufpassen. Da ist auch noch mal was. Da kann ich auch noch mal Luft holen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier diese Truhe holen. Wo ist noch eine? Hier ist doch noch eine. Ach, hier unten drunter. Okay, okay, okay. Ach, hier kann man hier rein. Und runter, check. Und... Ach du Scheiße. Hol die Kohle. Einen Weg nach draußen finden. Das ist natürlich jetzt auch wieder doof. Dann hoffen wir mal, seine Luft reicht aus hier. Aber ich sehe auf der Karte schon direkt mal ein Luftbläschen. Puh. Und da müssen wir jetzt auch leider wieder untertauchen. Denn wir müssen ja irgendwie hier rauskommen. Da ist auch schon wieder das offene Meer, aber es scheint echt eine Strömung zu sein hier. Dass das so direkt beim ersten Mal so wird, das hätte keiner gedacht. Puh.
Und weiter geht's hier unter Water. Ach du Scheiße. Okay. Ich gehe mal hier Luft holen. Der Hai darf uns nicht sehen. Oh oh. Oh oh, runter mit dir, runter mit dir. Und schnell zur Taucherglocke. Du blödes Mistviech. Schnell zur Taucherglocke. Schneller. Y, nein! Verdammt! Verdammt! Das ist gar nicht mehr so leicht, das sage ich euch. Diese blöden Haie auch noch unter Wasser. Puh. Das war ja was Lustiges jetzt. Erstmal ein bisschen Luft nehmen. Puh. So. Jetzt müssen wir das mal besser anstellen. Hier sind wir auf jeden Fall mal im Gras. Ab ins nächste Gras. Oh oh. Oh, 1000, das ist sehr nett. Jetzt muss ich aber Gas geben. Hoi, 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 hoi. Erreichen. Und in die Taucherglocke. Und wir haben es geschafft. Nein, geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Und B halten. So sahen die ersten Tauchversuche aus.